Traditionell gehört der Faschingsdienstag zu den umsatzschwächeren Tagen eines Börsenjahres und so war es auch heute. Allerdings können an solchen Tagen natürlich schon wenige größere Kauf- oder Verkaufsaufträge am Aktienmarkt heftige Bewegungen auslösen. Und so hüpfte auch der deutsche Aktienindex speziell am heutigen Vormittag immer wieder nervös auf und ab. Er lag im Tief bei 7.593 Zählern, im Hoch bei 7.661 Punkten und jetzt am Nachmittag bei 7.652 Zählern immerhin mit 18 Punkten oder 0,2% im grünen Bereich. Allerdings kaufen jetzt die kurzfristig orientierten Derivateanleger hier an der EUWAX der Börse Stuttgart vermehrt Put-Optionsscheine und Short-Zertifikate auf den DAX. Was bedeutet, sie rechnen eher mit nachgebenden Kursen, vielleicht noch heute bis Börsenschluss 20 Uhr hier an der Börse Stuttgart oder dann eben morgen zur Eröffnung des neuen Handelstages am Aschermittwoch. Wir haben heute eine Erklärung vernommen, ein Bekenntnis der G7-Staaten zu freien Währungskursen in der Welt. Und dieses Bekenntnis ist ein bisschen fehlinterpretiert worden, so scheint es zumindest, denn der japanische Yen, der setzte seine Talfahrt fort gegenüber anderen Währungen, dann auch zum Euro offenbar, weil viele Anleger davon ausgehen, dass damit gemeint sei, dass man die japanische Regierung mit ihrer aktuellen Schwächung der eigenen Währung gewähren lassen möchte. Nun war aber aus Kreisen zu hören, dass diese Erklärung genau andersherum gemeint war, denn man sei in großer Sorge um die aktuelle Währungspolitik in Japan. Das wird dann auch ein Thema sein auf dem G20-Treffen am kommenden Wochenende. So war zumindest von einzelnen Vertretern aus dem G7-Bereich zu verstehen oder zu hören. Der Euro zum US-Dollar aktuell bei 1,3460 ist wieder ein bisschen geklettert. Das hängt aber auch mit Äußerungen des Chefs der Schweizer Notenbank zusammen. Der sagte, es wird keine Aufhebung der Untergrenze des Währungskursverhältnisses vom Euro zum Schweizer Franken, was ja bei 1,20 festgezurrt wurde, geben. Und das zog dann auch den Euro zum Schweizer Franken wieder weiter nach oben. Da liegt er jetzt über 1,23. Wir schauen uns noch mal kurz die Zahlen von Coca-Cola an, die vorbörslich vor Eröffnung des Handels in New York veröffentlicht wurden. Coca-Cola erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allen Dingen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Insgesamt gab es hier einen Quartalsgewinn von 1,87 Milliarden Dollar. Damit ist dieser im Vergleich zur Vorjahresperiode um 13% gestiegen. Mit den höheren Einnahmen in den Schwellenländern konnten übrigens Absatzrückgänge in Europa überkompensiert werden. Allerdings ist der Aktienkurs jetzt an der Wall Street mit Abschlägen gestartet, liegt jetzt 1,9% im Minus bei 37,77 Euro. 37,77 Dollar, Verzeihung.